Wird er der Schweizer Überflieger in der DTM? Fabio Scherer steigt mit 21 Jahren als Rookie ein, nach ersten Erfolgen in anderen Serien. Das sind eigentlich meine grössten Erfolge. Der eine ist von der Formel 3 in Spa, wo ich Zweiter geworden bin. Dann das ist von der Formel 4, wo ich gewonnen habe. Und das ist auch ein anderes Sieg. Das war mein erster Sieg in Formel 4 am Lausitzring. Und das war etwas ganz Spezielles, weil ich vom 14. Startplatz aus gewonnen habe. Und das ist sehr untypisch eigentlich. Das ist fast nicht möglich. Und die Wetterumstände haben mir sicher auch noch etwas geholfen, aber das war sehr ein spezielles Rennen. Wie so viele kam Scherer über die Go-Karts zum Rennsport. Mit Hilfe seines Vaters. Von mir aus dürfte noch ein bisschen magerer sein. Also du schon noch ein bisschen magerer. Als Kind war immer für mich ein Traum Formel 1 oder DTM. Weil es immer sind die grössten zwei Klassen. Und DTM hat auch eben den Reiz von Zweikampf, spannende Rennen, sehr ausgeglichen. Und durch das ist es sehr, sehr interessant. Und im deutschsprachigen Raum ist das ziemlich die gröbste Motorsportklasse, die es gibt. Angst vor den großen Namen der DTM hat Fabio Scherer nicht. Er weiß, was er kann. Meine grösste Stärke im Motorsport ist eigentlich Zweikampf. Das habe ich auch sehr gerne, bin eigentlich auch sehr gut. Und durch das ist meistens Action um mich herum. Ich würde mich ein bisschen wie mit dem Verstappen vergleichen, auch von der Aggressivität her. Durch das ist es meistens interessant, dort, wo ich bin. Fabio Scherer, ein neuer Name im Motorsportschaufenster DTM.